Im siebten Pophimmel befinden sich diese drei Priester seit wenigen Tagen. Ihre Debüt-CD verkaufte in Österreich so viel, dass sie äußerst weltlich vergoldet wurde. Kann man zu ihnen Band sagen? Oder Boygroup, priesterliche Boygroup. Wir freuen uns, dass wir durch die Gesänge auch die Menschen mit einer Emotion, mehr Emotion als Dogmatik erreichen können. Ausgerechnet Pater Karl Wallner, der Pressesprecher der Singenden Mönche von Heiligenkreuz, führte die drei Priester zusammen. Wir sind die Singenden Mönche, das sind die Singenden Priester. Das ist eine Konkurrenz wie zwischen Backhändl und Schnitzel. Ja. Also das ist beides super. Wir hatten damals in aller Bescheidenheit 7-fach Platin, also das war glaube ich 14 Mal mehr. Nein, aber Musik rührt die Herzen der Menschen an und das können die Priester ganz hervorragend. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass aus diesem anfänglichen Schneeball eine Lawine wird. Ich dachte mir, wir singen mal ein paar Lieder auf und dann ist das alles auch erledigt. Aber das hat sich alles ganz anders entwickelt. So sage ich mir, dass wir drei vielleicht auch den Nerv der Zeit getroffen haben mit unseren Gesängen, gerade den Menschen wieder Hoffnung zu spenden, die es am notwendigsten haben. Ihr erstes Österreich-Konzert geben die Priester im März in der Wiener Votivkirche. Gloria in excelsis Deo.